Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu diesem neuen Video. Nächste Kfz steht schon bereits neben mir. Der soll eine komplette Fahrzeugaufbereitung bekommen. Nicht nur eine punktuelle Defektkorrektur, sondern mehrstufige Politur am kompletten Fahrzeug. Lackzustand gucken wir uns später an, denn das Wetter ist gerade nicht ganz so bereit dafür. Allerdings haben wir hier echt ein paar tiefere Defekte drin. Da wollen wir mal gucken, die sehen wir selbst hier schon im Schatten. Da wollen wir mal gucken, ob wir die hier alle beseitigt bekommen. Wünscht sich zumindest der Kunde. Ansonsten, Innenraum soll auch komplett gemacht werden. Können wir mal ganz kurz reinschauen. Ja, ganz normale Aufbereitung. Jeder, der schon mal Multivan gemacht hat, weiß auch den Spaß. Alle Sitze, Sitzversteller und sonstiges müssen hier raus, müssen verschoben werden, dass wir hier auch überall wirklich reinkommen. Was wir auch noch sehen im Innenraum, und das ist die größte Überraschung für mich überhaupt, sie sind endlich da. Was das ist, das erfahrt ihr im Video. Schauen wir uns gemeinsam an. Jetzt geht's ab zur Wäsche. Ich wünsche euch viel Spaß. Ab geht's. Was ein Anblick und was für eine Arbeit. Innenraum ist komplett fertig. Bei den Temperaturen macht es doppelt so viel Spaß, die Sitze rein und raus zu wuchten. Damit sind wir zum Glück durch. Jetzt bleibt uns noch außen. Schwarzer Multivan. Schauen wir mal rein. Frisch gewaschen sieht er von hier zumindest ziemlich fresh aus. Allerdings, wenn wir uns die hier in die Hand nehmen und mal raufschauen, dann sehen wir, dass der Kollege hier die Waschstraße auf jeden Fall mehr als genossen hat. Am kompletten Fahrzeug sind ringsrum Swirls. Deswegen wird die Runde ziemlich fix. Hier hat der Besitzer gefragt, ob wir sowas rausbekommen. Haben wir uns schon eingangs des Videos angesehen. Ihr seht es auch ohne Licht. Hier sind richtig tiefe, harte Scratches drin. Ich bleibe auch schon mit dem Fingernagel hängen. Und wenn ich das Ganze feucht mache, bleibt der Kratzer sichtbar. Das ist immer eher nicht so ein gutes Zeichen. Schaut mal hier oben, sind auch so ein paar tiefere drin. Aber ich bin trotzdem gespannt, was wir hier rausbekommen. Ziel wird auf jeden Fall sein, das hier mal richtig ordentlich zu cutten, das komplette Fahrzeug zu cutten, denn der soll danach eigentlich Handwäsche bekommen. Dann haben wir hier ein paar eingefressene Stellen, die sind auch schon so aufgeplitzt. Da immer ein bisschen aufpassen mit Politur, weil die sammelt sich da drin und dann sieht das Ganze noch ein bisschen auffälliger aus. Ja, ansonsten Seiten, schaut mal rein. Nach unten hin wird das Ganze immer, immer wilder. Wie gesagt, hier wird die Wäsche ordentlich genutzt worden sein, regelmäßig durchgefahren sein. Und da beim schwarzen Fahrzeug sieht man natürlich alles hier auch wieder. Alles voll mit so längliche Kratzer. Die sehen allerdings noch nicht ganz so tief aus. Hier am Spiegel auch. Das sieht man so typisch aus, wie einmal die Hecke touchiert oder irgendwelche Äste, die hier lang gewandert sind. Bin aber guter Dinge, dass wir das in den Griff bekommen sollten. Hier unten auch, schaut mal. Im Normalfall sollte sich die Lampe hier klar spiegeln. Hier spiegelt sich nichts mehr klar. Das ist alles, wie gesagt, flächendeckend benetzt mit Swirls. Und hier ist der Busch auch wieder einmal lang gewandert. Heckbereich, klar, der sieht ein bisschen schlimmer aus, denn hier ist auch der meiste Traffic-Film dran. Und wenn es dann abgeht in die Waschanlage, dann ist das Sand-Borsten-Gemisch natürlich ein bisschen aggressiv. Und da sieht man schon, ja, was das nachher anrichtet. Sprich, hier heißt es auf jeden Fall mehrstufig polieren, was das Zeug hält. Ein paar 50-50s werden wir euch auf jeden Fall einblenden. Hier ist auch so eine Stelle. Zum Glück hat der Besitzer die noch nicht lackieren lassen. Der Andacht war, ob Keramik gemacht wird oder nicht. Da habe ich aber gesagt, da müssen alle Fehlstellen vorher raus. Das wäre eine gewesen. Zum Glück hat er es noch nicht lackieren lassen, denn folgendes Problem. Später hat sich erst herausgestellt, dass die Schiebetür hier ab und zu hängen bleibt und diese Kratzer verursacht. Der Kunde konnte sich das auch nicht erklären, wie es überhaupt entstanden ist. Jetzt weiß er es. Wie gesagt, jetzt muss erstmal die Tür auf Garantie eingestellt werden und dann kann das Ganze lackiert werden und dann kann man später drüber sprechen, hier eine Beschichtung aufzutragen, aber da müssen wir vorab so oder so hier erstmal richtig kräftig polieren. Und das ist unser Ziel, hier wirklich mehrstufige Politur hinzulegen und da wieder ein ordentliches Lackbild zu zaubern. So viel dazu, das wird auf jeden Fall mehr als genug Spaß machen, hier die Arbeit, und wir haben ein bisschen Zeitdruck. Allerdings, ich habe es ja schon eingangs des Videos gesagt, das ist wirklich eine Sache, auf die ich mich so dermaßen gefreut habe. Nicht auf dem Klappkarton. Wir schauen mal rein, und da ist wirklich schon seit letztes Jahr das Gespräch. Das gab es auch schon mal, oder das gibt es auch schon. Allerdings war ich dafür nie bereit, den Preis zu bezahlen.
Hier, seht das mal, das sind Polierpad-Halter für die Wand und da kann man immer schön unten das Polierpad rausziehen. Gucken wir uns gleich mal an. Wie gesagt, die sind jetzt deutlich günstiger. Vorher lag der Preis dabei ca. 60 Euro und pro Wandhalter ist mir das dann wirklich zu heftig, denn ich will hier wirklich 3 Stück später haben. Habe erstmal jeweils einen von den großen, einen von den kleinen bestellt, einfach um zu gucken, wie die Qualität hier passt. Aber schaut es euch mal selber an. Komplettes Blechgehäuse, schön sauber abgekantet, keine scharfen Kanten irgendwo dran. Und jetzt bin ich auch mal gespannt, wie die Polierpads hier reinpassen, wie viele wir überhaupt reinbekommen. Wenn wir uns nämlich mal mein eigentliches Polierpad-Sortiment anschauen, das sieht wirklich so aus. Ja, der eine oder andere Detailer hat wahrscheinlich die super Schubfächer und sonstiges, habe ich auch schon alles gemacht. Bloß ich habe keinen Bock, das immer zu sortieren. Übrigens hier, Waschnetz macht sich auch richtig gut, denn jetzt muss ich die nicht immer getrennt waschen von den Polierlappen quasi. Das mache ich jetzt einfach zusammen in die Waschmaschine. Dann verheddert auch nichts, schmeißt sie hier rein. Das macht sich wirklich gut. So, jetzt schauen wir mal. Polierpads, wie das Ganze nachher aussehen soll. Die kommen nachher hier rein. So, wie viel haben wir jetzt drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Polierpads kriegt man auf jeden Fall auf ganz entspannt rein. Und wenn man sich nachher hier sein Polierpad einfach raussaugen will, die an der Wand hängen, wie gesagt, zack, und dann rutschen die von oben nach. Perfekt. Besser kann es nicht sein. Die Dinger sind nachher sortiert. Dann werden wir hier ein komplettes Wandhaltersystem ranbauen. Es gibt noch komplett andere Sachen mit Halter und sonstiges. Da werden wir aber noch mal ein gesondertes Video zu machen. Und hier ist dann die Variante für die 75er Pads. Die dürfen natürlich dann auch nicht ausbleiben. Schauen wir uns die auch noch mal an. Hier, wie gesagt, auch richtig schön gemacht. Mit Chemical Works hier noch mal komplett so eingestanzt drin. Sieht auf jeden Fall richtig schick aus. Schauen wir auch mal, ob die 75er hier reinpassen. Wie gesagt, auch hier. Easy going, können wir das Ganze hier stapeln und dann kommt das nachher auch an die Wand dran und dann kann man sich die hier raussortieren. So viel zu den Halterungen. Wie gesagt, ich habe schon seit letztes Jahr nach gebettelt, dass sie endlich preislich erschwinglich sind. Jetzt sind sie es auf jeden Fall. Natürlich für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Davon werden wir uns jetzt auf jeden Fall jeweils nochmal 2 bestellen. Dann haben wir nämlich 3 Stück und dann können wir nämlich schön MaxCut Medium Ultra Soft Pad an die Wand hier schön sauber ranhängen. Wie ich das gestalte, da machen wir nochmal ein extra Video zu. Auf jeden Fall ist es schöner gestaltet als mit so einer Tüte hier. Klar, ist zwar auch schnell gemacht, reinschmeißen, waschen, hier geht es wie gesagt immer rund, aber so ist das auf jeden Fall am besten in meinen Augen sortiert. Das ist natürlich auch schön, wenn die Pads so ankommen, Verpackung, ich denke mal, da gibt es keine bessere von anderen Herstellern. Allerdings bringt mir das nicht viel, das ist wie gesagt eine schöne Lieferverpackung, aber irgendwo müssen die sauber wegsortiert werden. Jetzt kommen die hier alle neu reinsortiert. Und dann können wir nämlich loslegen an dem Kollegen, der neben mir steht. Da habe ich nämlich noch ordentlich was vor mir. Ihr habt den Ausgangszustand gesehen. Für euch gibt es ein bisschen Musik. Sehen wir uns gleich wieder. Ab geht's. Chillige Temperaturen hier im Hause Bartz Performante. Perfekt zum Arbeiten. Nicht. Egal wie, den Kollegen haben wir trotzdem fertiggestellt. Vorher, nachher kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ausgangszustand habt ihr gesehen. Ziemlich wild, ziemlich viel Waschstraße. Bis auf ein paar tiefere Defekte hat sich das hier aber wirklich alles zum Positiven verwandelt. Durch die MaxCut und den grünen Safe Shield Pad. Im anderen gab es dann die P301 von Koch Chemie. Und dann on top nochmal SSW und das bei der Temperatur mit Verarbeitung echt so ein bisschen schlierenbehaftet, wirklich da weniger Material anwenden. Dann geht das allerdings auch. In diesem Sinne, der Kollege ist fertig. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Däumchen da. Falls Fragen, haut sie unten in die Kommentare. Produkte, Rabattcodes natürlich wie immer für euch verlinkt. Ich werde jetzt hier die Kennzeichen noch ranhämmern und dann sehen wir uns im nächsten Video. Wenn ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke aktiviert habt, haut rein. Ciao.